Hochspannungszaun, auch geil. Drüben sind auch welche. Nein, 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 nein! Geh verfluchte Kacke. Jetzt muss ich das doch mal machen. Ich hasse es. Ich hasse diese Stelle ist scheiße. Nein, komm. Oh Gott. Alle kurz resetten. Jetzt habe ich wieder zwei Schlüsse aus. Offen! Okay. Eins. Sie schicken Verstärkung. Ist das schlimm? Ich hoffe nicht. Bitte fall nicht runter. Bitte tu mir den Gefallen. Okay? Bitte. Geht. Ach du Scheiße. Achtung, Hochspannung. Ja, okay. Das ist dann auch in die Luft reingehen, aber. Also ich gerade Schiss, dass das nicht funktioniert. Ach, hier geht's weiter. Das muss einem auch wieder sagen, dass es auf einmal abzubiegen ist. Vor ihm gibt es einen Aufzug. Ich habe ihn entriegelt. Fahren Sie mit ihm zum Serverraum. Von da müssten Sie in die oberen Stockwerke und zu Kate kommen. Okay, danke. Wahrscheinlich hängen sie alle drin und sie werden uns jetzt töten. Deswegen gibt es ja auch keinen zweiten Teil, sondern also es gibt jetzt einen zweiten Teil, aber es gibt nicht eine Nachfolgeteil, sondern eine Vorgeschichte. Weil wir jetzt getötet werden. Ganz einfach. Ganz einfach. So ist die. So wird die Katze, so wird der Sack aus der Kiste oder keine Ahnung. So ist in die Richtung halt. Eieiei. Na gut, hätten wir das auch erledigt, das war. Verdammt! Die Sicherheitstüren zum Dach sind zu. Zerstören Sie die Server. Der Strom wird lange genug weg sein, damit Sie die Tür öffnen können. Okay. Die Überwachung der gesamten Stadt liegt vor Ihnen, Faith. Verdammt, es klingt, als hätten Sie Kate aufs Dach gebracht. Ein Helikopter ist im Anflug. Sie müssen sich beeilen. Was zum... Toll. Miller! Miller! Ja, es ist unmöglich gegen so viele. Die Überwachung der gesamten Stadt liegt vor Ihnen, Faith. Wunderschön. Hätte das geklappt? Miller! Miller! Von Miller ist es auch im Arsch. Alter, lass den Scheiß! Sollte ich mit Waffen machen, oder? Schätze mal. Scharfschützen-Team-Gamma, gibt es Neuigkeiten?
Okay, war's das? Waren das jetzt alle Server, oder? Ich habe natürlich schon wieder nicht zugehört, aber ich gehe mal in eine Etage höher. So, immer schön die Waffe mitnehmen. Ich weiß, ich sollte laufen, aber... Okay, ich brauche die Waffe, glaube ich, nicht mehr. Ich will laufen. Ah, wie schön. Genau so stelle ich mir das vor, ne? Links, rechts, zack, zack. Wer die großen Fische sind. Callahan. Warum wir? Klassische Kriegsführung. Die Kommunikation unterbrechen, die Boten ausschalten. Ohne Pope und ohne die Runner werden eure Kunden, diejenigen, die die alte Stadt einfach nicht aufgeben wollen, abgeschnitten. Verwundbar. Dann kann sich diese Stadt befreien vom übrigen Dreck. Also ist das nur der Anfang. Ich betrachte es lieber als ein Ende. Doch, du hast wirklich gute Arbeit geleistet, hast all die offenen Fragen beantwortet über Popes Ableben. Deshalb bist du noch am Leben. Du kannst nicht dein ganzes Leben am Rand verbringen. Früher oder später musst du springen, Faith. Genau. Früher oder später. Ja, Mirror's Edge, das war's. Ich dachte, es dauert länger, aber wir haben, also ich sehe schon wieder so einen kleinen Wink von YouTube, so Urheberrechtsverletzung oder so wegen dem Lied jetzt, aber wenn das kommt, wird eh alles gemutet, dann lasse ich das Video oben und dann gibt's eine Version? Ja gut, ja, ist schwierig. Ist schwierig. Ich werde vielleicht gleich zwei Versionen machen mit verschiedenen Musik. Das war Mirror's Edge. Kurz, aber gut. Ich muss ehrlich zugeben, ich lese oft
In Foren lese ich, dass EA scheiße ist. Ich sag so, wie es ist. So, wie es halt steht dort. Ich weiß nicht. Ich kaufe sehr selten Spiele von EA. Das liegt aber nicht daran, dass ich gar nicht, also überhaupt nicht mit ihnen einverstanden bin oder sonst irgendwas. Aber sie scheiße sind. Nein, ganz im Gegenteil. Sie sind Publisher von sehr coolen Spielen. Zum Beispiel, soweit ich weiß, Mass Effect. Die ganze Mass Effect-Reihe habe ich nie gespielt, aber die wird ja hoch in den Himmel gelobt. Kommt ja von... Boah, jetzt darf ich mich nicht verreden, oder? Von BioWare. Kommt auch von BioWare, ne? Ja. Kommt von BioWare. Und ganz ehrlich, da sagen so viele, die ist so richtig geil. Außer der dritte Teil, der war ein scheiß Ende, aber sonst war es angeblich gut. Und dann, was mir die beste, also das absolut beste Spiel von EA, was ich kenne, ist, abgesehen jetzt von Mirror's Edge, ist Dragon Age Origins. Das habe ich mir gekauft. Die Ultimate Edition mit allen DLCs. Das ist eines von den wenigen Spielen, die wo man alle DLCs bekommt. So, das ist etwas, wo ich einen Kritikpunkt an EA setzen kann, dass man da ruhig ein paar Editions, Game of the Editions, Collectively, oder also Game of the Editions machen kann, Ultimate Edition, wo wirklich alle DLCs sind, überhaupt von älteren Spielen, weil, ganz ehrlich, ein grausamer terroristischer Anschlag auf die Scherbe hat 9 Opfer und viele Verletzte gefordert. Ein Mitglied von Callahans Team sagte, dass ein Sicherheitsverstoß zu Stromausfällen in mehreren Systemen geführt hat, die dem Schutz der Öffentlichkeit dienen. Dies führte zu Chaos in der Scherbe und der ganzen übrigen Stadt. Die Verdächtigen sind die des Mordes angeklagte ehemalige CPS-Beamtin Kate Connors und ihre Schwester Faith Connors. Obwohl das ganze Ausmaß und der Grund für die Stromausfälle noch unklar sind, hat dieser Vorfall viele beunruhigende Fragen aufgeworfen. Welche Rolle spielen beispielsweise die sogenannten Runner bei der Destabilisierung des städtischen Betriebs? Als Reaktion auf den Vorfall wird das Sicherheitsunternehmen Pirandello Kruger die CPS bei der Überwachung der Stadt unterstützen. PK und das Büro des Bürgermeisters empfehlen den Bürgern außerdem, die Kommunikation über Handy und E-Mail aufgrund von Sicherheitslücken so lange einzuschränken, bis zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen greifen. Der Aufenthaltsort der beiden Verdächtigen ist derzeit unbekannt. Aha. Naja, gut. Ja, das war Mirror's Edge. Ich fand das Game cool. Ich finde das Gameplay wirklich cool. Ich finde diese Ego-Perspektive mit diesen... Parkour-Running finde ich echt geil. Auch wenn man sich ab und zu ein bisschen schwer tut, hin und her zu schauen und nicht weiß, wo man hin muss. Und so man nicht wirklich einen Flow zusammenbekommt, aber das ist halt im echten Leben auch irgendwie so, ne? Wenn man nicht genau weiß, wo man langlaufen muss, muss man auch zuerst schauen. Auch wenn man verfolgt wird, muss man irgendwie eine Route haben, wo man laufen kann, ne? Man kann nicht einfach irgendwo hinlaufen, wo man dann vielleicht nicht weiß, ob man da weiter kann, ne? Und ja. Aber ich muss im Großen und Ganzen sagen, das Game ist echt cool. Und ja. Ich habe jetzt bis auf die eine Wand da, diese eine Alpha-Wand da oder was auch immer das war bei der Rolltreppe, habe ich jetzt auch nicht wirklich irgendwas Schwerwiegendes entdeckt. Außer vielleicht ein paar Fails, die vielleicht nicht so sein hätten sollen oder so, keine Ahnung. Ja, aber ich fand's geil. Also ich fand das Game geil. Ich muss zugeben, es ist ein bisschen kurz gewesen. Es war ein bisschen kurz, ja. Das auf jeden Fall. Ich meine, ich habe es innerhalb von 4,5 Stunden durchgespielt. Wobei... Bulletstorm habe ich auch, glaube ich, dauert auch nicht viel länger. Aber ganz ehrlich, was willst du in solchen Spielen eigentlich für eine Story einbauen, ja? Du kannst wirklich schlecht so eine 3 Stunden, also eine 20 Stunden Story einbauen oder so, ja? Weil jetzt stell dir mal vor, du machst 20 Stunden lang Mirror's Edge. Überlege mal, wie viele Tage und Nächte das sind, wo die Protagonistin jetzt zum Beispiel bei uns über die Dächer springt. Das musst du alles spielen. Und ich glaube, auf Dauer wird es anstrengend, das zu spielen. Und was noch ganz witzig ist, ist ja, die hat ja nie geschlafen. Das heißt, wenn du 20 Stunden Story hast und die schläft wirklich nie, ja, so es geht immer Action auf Action, ne, dann tust du dir ein bisschen schwer. Muss ich schon zugeben. Und ja, ein schönes Dankeschön. Und da sage ich auch mal Danke zu euch, dass ihr euch jetzt diese 4 Stunden, 4,5 Stunden
Mirror's Edge mit mir angetan habe, wovon wahrscheinlich eine Stunde Fails sind, wo ich einfach nur runterfalle und sterbe. Aber ja, also Ärger wie bei Dark Souls, glaube ich. Beziehungsweise wie bei Lords of the Fallen, da sterbe ich auch nicht so oft. Ja. Die Konsequenzen sind bei Mirror's Edge ein bisschen weniger. So, die Credits sind fertig. Wir sind jetzt wieder im Hauptmenü. Ich bin eigentlich noch nicht fertig mit meinen Quasseln. Ich könnte aufhören, aber ich bin noch nicht fertig. Ja, ich weiß gar nicht, was ich noch sagen sollte. Also, man kann jetzt, glaube ich, bei den Rennen noch die Trier, also diese Time Triers, kann man noch bestimmte, also die verschiedenen Level nachspielen nochmal mit Time, also mit einer Zeitlimit, aber ganz ehrlich, da habe ich keinen Bock drauf. Gut, Mirror's Edge ist fertig. Wäre schön, wenn das bei vielen Spielen so ist, dann bin ich wesentlich schneller mit Let's Plays durch. Weil die meiste Zeit, also die meiste Zeit nimmt zwar nicht das Aufnehmen ein, aber das ist halt der wichtigste Aspekt bei dem beim Let's Play, weil wenn ich nichts aufnehme, kann ich nichts herrichten zum Hochladen. Also, naja. Okay, ich muss mal ganz gucken. Ich habe das jetzt alles nämlich in höherer Qualität hochgeladen, also aufgenommen in 60 Frames. Ich weiß gar nicht, weil zwischenzeitlich ist er auch auf 40 runter oder auch mal auf 29, beziehungsweise in den Zwischensequenzen auf 30. Weiß ich noch nicht genau, wie sich das auswirken wird. Keine Ahnung. Naja. Ja. Mirror's Edge, wer es noch nicht hat, wem das gefallen könnte, legt es zu. Das Teil hat, ich habe es bei Amazon gekauft, über Green Pepper, das ist ja auch wieder was von EA eigentlich, also so eine Untermarke oder sowas ähnliches. Steht zumindest auf der Packung drauf, sowas ähnliches. Und also ich habe es mir über Amazon über Green Pepper gekauft. Man kann es auch bei Origin kaufen, keine Frage. Du brauchst Origin nicht für Mirror's Edge. Es sollte theoretisch so auch gehen. Ich habe keine Ahnung, warum es für mich nicht gegangen ist. Vielleicht war die CD defekt oder vielleicht ist mein Laufwerk im Arsch. Ich habe keinen Plan. Auf jeden Fall, ich habe den Code eingegeben bei Origin und fertig. Ja, ich habe Origin sowieso auf dem PC. Einfach weil ich es... Gut, ich brauche es nicht. Ich drehe es eigentlich nie auf. Ja, ich habe es jetzt auch ausgeschaltet. Ne? Ich habe es ja... Also das ist auch so. Du kannst es runterladen per Origin. Kannst du ja eine Desktop-Verbindung, also Desktop-Verknüpfung machen und brauchst Origin nicht mal starten dafür. Das heißt, du kannst auch ohne Origin das Teil hier starten und das war's. Ja, ich könnte jetzt nochmal die Credits anschalten, aber nie. Ja, gut. Mehr gibt's davon nicht mehr zu sagen. Ich hätte dann noch ein paar Spiele im Angebot, die ich so nebenbei noch Let's Play möchte. Jetzt kommt dann wahrscheinlich mal, jetzt werde ich nämlich dann mal auf Lords of the Fallen, Warframe und Anno konzentrieren. Oh, wobei, Punch Cup müsste ich auch mal zu Ende spielen. Da weiß ich halt auch nicht, wie lang das noch geht. Ob da jetzt nach der Liga noch was kommt oder ob es nach der Liga aus ist, das weiß ich alles nicht. Ich bin schon müde. Es ist ja auch schon 3:30. So lange bin ich noch nie auf. Beziehungsweise habe ich noch nie so lange aufgenommen. Meistens höre ich immer so um 2 dann oder 2:30 auf zum Aufnehmen. Und gehe dann vielleicht noch irgendwas rendern oder kodieren oder herrichten zum kodieren lassen. Aber, also kodieren mache ich eh nicht selber, aber trotzdem. Ja. Ja, ich überlege gerade, Punch Club könnte ich auch mal fertig machen. Heute zwar nicht mehr, aber könnte ich fertig machen. Nächste Woche wäre ein guter Termin. Ich habe so viele Spiele, die ich sehe in meinem Regal und habe da so viele Spiele, die ich Let's Playen möchte. Oder zum Beispiel sehe ich da Max Payne 3. Da möchte ich aber noch den 1 und den 2er Let's Playen. Wobei, das weiß ich nicht. Vielleicht Let's Play ich auch nur den dritten Teil. Das muss ich mir noch anschauen. Dann sehe ich noch 4. 4:30. Ne? 4:1 und 4:2 habe ich auf GOG gekauft. Relativ billig. Möchte ich auch noch Let's Playen. Ich habe schon mal alle drei Teile durchgespielt. War also nicht wirklich ein Problem für mich. War jetzt nicht so schlimm. Aber ja. Ist halt so. Keine Ahnung. Ich sehe dann sonst noch nur noch Spellforce würde mir noch in den Sinn kommen. Aber dann habe ich, keine Ahnung. Gut, warum erzähle ich euch das eigentlich? Ich meine,
Es interessiert doch eigentlich, glaube ich, keiner mehr, was ich jetzt noch als nächstes Let's Playen werde, oder? Es geht ja hier eigentlich um Mirror's Edge und da kann ich nur sagen, holt es euch, wenn euch das Gameplay gefällt und auch sonst ein bisschen was gefallen hat. Holt es euch. Es ist sicher ganz cool. Ich muss eins muss ich noch sagen. Beim neuen Mirror's Edge, ja, Mirror's Edge Catalyst, ja, kommt. Ist auch ganz witzig, weil der neue Grafikkartentreiber von AMD heißt auch Catalyst. Nein, das war der alte. Der neue heißt Crimson. Der neue ist Crimson. Okay. Dann lass das weg. Das war Fehlinformation. Beim neuen Teil gibt es eine Open World. Das heißt, man startet da die Story, man kann frei durch die Stadt laufen und hat dann auch immer so Summer Quests wahrscheinlich und auch Time Quests und sowas, Botengänge halt, also Zeitaufträge und so weiter. Und da ist ja viel in der Kritik, dass das wahrscheinlich dann wieder so eine riesige Open World wird, so nach dem Ubisoft-Prinzip, ne? Die Ubisoft-Formel, weil auch, glaube ich, Mitarbeiter von Ubisoft mitarbeiten. Also ehemalige Mitarbeiter. Jetzt muss ich natürlich gestehen, Assassin's Creed 1 und 2 waren ja schon gut. Also das heißt, wenn Mirror's Edge Catalyst ungefähr so wird wie Assassin's Creed 2 oder so, könnte ich mich damit anfreunden. Open World finde ich in der Hinsicht ganz interessant, weil da kannst du die Stadt ein bisschen kennenlernen, kannst du herumlaufen, kannst du ein paar Sachen ausprobieren, wie was funktioniert, ja. Kannst dir so im Prinzip so ein bisschen Gameplay aneignen, ja. Im Einzelteil war es jetzt eher so, du bist in die Story rein, hast Tutorial gemacht, hast viele Informationen bekommen, was okay war, ja. Faith kann von Anfang an alles, das finde ich auch ganz okay so. Und hast du dann eigentlich direkt die Story gemacht und musstest dann während der Story versuchen, diese ganzen Sachen umzusetzen und auszuprobieren, ja. Auch das Kämpfen, relativ schwierig eigentlich. Und ja, also ist, muss ich sagen, ist ein bisschen, da stelle ich mir das im Zweierteil vielleicht ein bisschen besser vor. Wenn man da so eine offene Karte hat, wo man rumlaufen kann und ein paar Sachen ausprobieren kann und mal einfach nur so spaßeshalber durch die ganze Stadt laufen kann, über die Dächer und was weiß ich, so einen schönen, vielleicht versuchen, einen schönen Flow zu erzeugen. Keine Ahnung. Also ich glaube, das Open World ist nicht immer gut. Gebe ich gern zu. Es gibt Spiele, die müssten keine Open World haben und wären trotzdem gut. Aber ganz ehrlich, so, ich habe nichts dagegen, wenn das Game Open World ist. Ich muss ja die ganzen Nebenaufgaben sowieso nicht machen. Weil die meisten Nebenaufgaben, was so bei Assassin's Creed zum Beispiel sind, gibt es viele Nebenaufgaben, die bringen dir eigentlich nicht viel. Zum Beispiel das Federn sammeln würde mir da jetzt konkret einfallen, oder das die Notizen sammeln beim Dreierteil, wo man in Amerika ist, ne, die Notizen sammeln, sind jetzt alles so Sachen, wo ich mir denke, ja, kannst du machen, ist aber jetzt nicht muss. Oder auch die Shanties, ich glaube Shanties kannst du auch einsammeln, beim Viererteil, also bei Black Flag geht das. Ja, das sind alles so Sachen, wo ich mir denke, musst du nicht machen. Das heißt, habe ich Nebenquests, die mir Spaß machen, und habe ich eine schöne Hauptquest, eine Hauptstoryline, die mich halt ins Spiel einführt und dann halt einfach loslässt auf die ganze Story, und ich kann dann spielen, wie ich will, also so nach der Reihe schön durchspielen die Story, ne, und muss nicht irgendwelche Nebenquests machen, um eine Story-Mission freizuschalten, dann ist das für mich okay. Dann kann ich damit leben und finde ich auch ganz prickelnd. Es ist okay, wenn man Hauptmissionen machen muss, also Story-Quests machen muss, um Nebenmissionen freizuschalten. Ist okay. Kann man machen, muss man aber auch nicht machen. Ist Geschmackssache. Aber okay. Ich würde sagen, wir haben jetzt mal genug gequatscht. Und ich würde sagen, wir beenden jetzt Mirror's Edge. Ja. Und wir sehen uns dann einfach im nächsten Let's Play, beziehungsweise, ja, in der nächsten Folge kann ich schwer sagen, weil das war es ja jetzt schon. Es ist so ungewohnt, keine Aufnahme, also Aufnahmepause habe ich schon gemacht, aber es ist so ungewohnt, ein Spiel komplett durchzuspielen. Hätte ich wahrscheinlich bei Bulletstorm aber auch geschafft, wenn ich mal so eine Zeit gehabt hätte ich es bei Bulletstorm auch geschafft. Ist ja auch nicht viel länger. Hat ja auch nur, glaube ich, 20 Folgen gehabt. Genauso, Sniper Elite hat ja auch nicht viel mehr. Also das sind alles so Spiele, die du an einem Tag fast durchspielen kannst. Sniper Elite kommt übrigens auch im Viererteil. Na okay, Mirror's Edge. Ich danke euch fürs Zuschauen und ich hoffe, wem es gefällt, der kauft sich und unterstützt ein bisschen die Entwickler.
Natürlich, wenn du ihn eh nicht magst und deswegen die Spiele boykottierst, ja, okay, das ist dann dein Pech. Ich kaufe mir grundsätzlich von jedem Publisher Spiele, sofern mich die Spiele interessieren. Ja. Von Ubisoft habe ich, aber ganz ehrlich, in letzter Zeit habe ich nur relativ alte Spiele gekauft, würde ich sagen. Ich habe da, ja, ich habe da ein bisschen auf, wie gesagt, Remember Me habe ich aufgestockt, dann habe ich mir ein paar Indie-Games gekauft auf GOG, ne, das find, die finde ich immer ganz sehr interessant, zum Beispiel Lords of Mayhem, also The Svolgen oder auch das und das, also es, ja, also es gibt schon, also wenn du halt keinen Bock auf EA-Spiel hast, dann musst du das selber entscheiden, ne, also, aber ich kann Mirror's Edge nur empfehlen. Ja, ich finde es auch schade, dass jeder Publisher seinen eigenen Client braucht und so, das ist ziemlich bescheuert, wenn wir eh Steam haben, ne, würde reichen. Aber, ja, kann man irgendwie die Publisher verstehen, wenn sie immer Geld abdrücken müssen an Steam für einen Verkauf, ist auch nicht schön, ne? Mache ich lieber eine eigene Plattform, wo ich was verkaufen kann, dann brauche ich wenigstens keinem anderen was zahlen. Kann man in gewisser Weise ein bisschen verstehen. Natürlich, am liebsten wäre mir gar keine Plattform, sondern einfach so, wie es früher war und fertig. Na gut, ich bedanke mich jetzt endgültig das letzte Mal und wünsche euch viel, viel Spaß und ich hoffe, wir sehen uns in einem anderen Let's Play wieder und bis dahin, ja, viel Spaß und tschüss, bis dann. Baba.